Willkommen zu einem weiteren Minecraft. Sie deckt. Ja. Sie test. So, ich habe mir wieder eine Nummer rausgesucht. Und die heißt heute ganz freundlich 232 737 0183 89445566. Und da soll ein Pillager-Outpost gleich in der Nähe vom Start sein. Na und für sowas bin ich ja immer zu haben. Also, ich bin gespannt. So, wir pfeifen uns unsere Flaschen rein. Und seht mal, was ich da sehe. Oh, okay. Also mit ganz in der Nähe vom Startplatz meinen Sie, willkommen bei Minecraft. Sie sind tot. Also, man startet hier gleich. Boah, guck mal, wie viele das sind. Holla die Waldfee. Man startet hier gleich an einen Pillager-Outpost. Und hat natürlich eine große Felswand vor sich. Auf der man wunderbar eine Festung bauen kann. Das wär's doch. Hier oben baut man sich seine Base und von dort aus kann man jederzeit unten den Turm raiden. Ah. Wunderbar. Wunderbar. Hier gibt es eine Menge schwebender Blöcke. Ah, da gibt es schon die ersten Ressourcen. Wunderbar. Super. Okay. Dann gucken wir mal, was diese hübsche Welt noch zu bieten hat. Lava hat sie zu bieten. Eine Unterwasser... Nee, das ist keine Unterwasserruine. Ah, guck mal hier. Ein Sumpfbiom. Gleich vor der Haustür. Ja, super. So. Sobald wir genug Abstand haben. Ah, ein groß angelegter Wald. So, dann fangen wir mal an, unsere Runde zu drehen. Also Wald heißt ja viele Ressourcen, viel Holz zum Bauen. Ein Nethermonument. Ah, ein bisschen Dark Oak. Wieder ein Sumpf. Oh, diesmal ein ziemlich großer Sumpf. Mit Sumpfhütte. Hallo Hexe. Sehr gut. Sumpfhütte Nummer 1. Ah, man hört's. Jetzt ist jemand zu Hause. Knusper, knusper, Knäuschen. So. Spruce gibt es hier. Und natürlich ein Dorf. Dorfbewohner sind auch am Start. Hallo Freunde. Ihr habt ja dann auch schon Saatgut. In diesem Fall sind es Melonen. Wunderbar. Natürlich ein paar von den Süßbären. Die dürfen nicht fehlen. So, wow, riesengroße Tiger. Jetzt kommen wir wieder zu Oak rüber. Bisschen Wasser. Gibt es hier Ressourcen? Ja, da ein bisschen. Ah ja, da
Da würde ich nicht runtertauchen bei der vielen Lava. Ah, guck mal, die baut sich noch auf. Gut. So, hier haben wir ein bisschen Gebirge. Das heißt, außer Lamas ist hier nicht viel zu holen. Noch mehr Lava. Lava an der Oberfläche macht es natürlich einfach, in den Nether zu kommen. Man kann sich schließlich ganz simpel ein Netherportal gießen. So, Pilze sind immer gut. Eiermelonen haben wir ja schon. Ah, ich sehe da was. Wo ein Feuer brennt, da lass dich nieder. Denn da ist ein kleines Dorf mit Saatgut, mit Dorfbewohnern. So, komm her. Wir geben euch auch noch ein Feuerchen. So, dass ihr glücklich seid. So, und jetzt gehen wir mal aufs Wasser hinaus, um zu gucken, ob uns dort ein paar Abenteuer erwarten, wie zum Beispiel ein Schiffswrack. Noch ein Schiffswrack. Das hatten wir gerade. Oh, da hinten ist Eis. Da hinten ist Eis, das kann man immer gut gebrauchen. Perfekt. Ein hübsches kleines Eisbiom. So. Ein paar Eisbären. Die geben gute Wachhunde ab, wenn man sie richtig behandelt. So, hier haben wir wieder einen Sumpf. Mit einem Schiff. Oh, von dem Schiffswrack ist ja kaum noch was übrig. Aber wenn man Glück hat, ist dort eine Kiste drinne. Wow, das ist aber ein großer Sumpf hier. Der ist natürlich zweigeteilt. Einmal hier mit Bäumen. Und einmal hier ziemlich offen. Hier kann man schön Swamps jagen. Zu Vollmond in den Sumpf gehen. Ja, Quatsch, Swamps. Na, wie heißt das Glibberzeug? Slimes. Slimes jagt man hier. Ah, da ist eine Höhle. Eine unterirdische Schlucht. Endlich mal. So. Und da hat man wieder, seht ihr, alles voll Ressourcen. Super. Kann man mit leben. Aber da sie halb im Dunkeln ist, sind natürlich auch viele Monster da. Und eigentlich ist ja der Vorteil von so einer Schlucht, dass man sich das Buddeln und vor allem die Mobs umgeht. Deshalb suche ich gerne offene Schluchten. So, was haben wir hier? Nicht viel, außer wieder Sumpf. Hier gibt es erstaunlich viele Sümpfe. Da ist noch mal ein Nether-Moment, Monument. Und da ist unser Startplatz. Aber viel haben wir nicht gefunden bis dahin, wa? Na gut, so viel Wasser gab es auch nicht. Also der nächste Prismarin-Tempel könnte um einiges entfernt sein.
Ich werde jetzt hier nochmal gucken, einen ganz kleinen Bogen ziehen. Aber wenn sich hier nichts findet. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Hause zum Startpunkt und fragen dann das Spiel selber. Eine Unterwasserschlucht. So. Dann fangen wir mal an. Als erstes gucke ich nach meinem Mushroom Fields. 1600 Blöcke. Es gibt Pilzkühe in der Nähe. So, Badlands. Naja, 2 Kilometer. Ein Monument. Kilometer entfernt. So, was wollen wir noch haben? Eine Dschungelpyramide. Ah, 2, 3 Kilometer. So, Dörfer haben wir. Pillager Outpost haben wir. Swampport haben wir, dann fehlt nur noch Ocean Ruin und Menschen fehlt. Genau. 6 Kilometer, also man hat hier viel in der Gegend, wenn man ein bisschen rumsucht. Und mit dem Ding hier gleich vor der Haustür hat man eigentlich einen wunderbaren Start, sofern man den Start überlebt. Also ich würde da oben eine Burg bauen und dann hier glücklich werden. Das wäre meine Welt. So, jetzt gucke ich aber erstmal, wie der ganze Laden von unten aussieht. Aha. Guck mal da hinten. Da ist vor allem, da sind Schluchten, aber die gehen nicht bis an die Oberfläche, also die muss man anders suchen. Und da sind natürlich unterirdische Minen. Hier ist eine Schlucht. Unter Wasser. Und da seht ihr schon das ganze Eisen. So, super. Oh, guck mal, da ist die nächste unterirdische Mine. Ah, sogar eine ziemlich große. Sehr gut. Und da ist ein Spawner. Super, also man hat alles, was man sich wünscht. Und das, was man nicht hat, da muss man gar nicht mal so weit laufen. Ein Dschungel ist in der Nähe, Pilzkühe sind in der Nähe. Eine gute Welt. Ich würde sagen, die ist eine Empfehlung wert. Und deshalb sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und see you later.